Unter dem Navigationspunkt Projektdaten befinden sich vier Fenster für die Eingabe der Projektdaten, der Kontaktadressen zum Projekt, der Notizen zum Projekt und gegebenenfalls Bilder oder anderer Bilddateien zum Projekt. Projektname, Projektnummer, Erzeugungsdatum oder Änderungsdatum werden entsprechend angepasst bzw. bei der Projektanlage erzeugt. Die Kontaktadressen innerhalb des Projektes können unterschieden werden in Projektadresse, Planeradresse, Bauherrenadresse, Sachbearbeiteradresse und die Adresse des bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegermeisters. Eine Adresse kann entweder aus dem vorhandenen Adressstamm ausgewählt und zugeordnet werden, man wählt die Adresse aus, klickt entweder doppelt auf diese Adresse oder bestätigt die Übernahme mit OK. Oder zum Beispiel auch neu angelegt werden. Mit Verlassen eines Eingabefeldes ist dieses automatisch gespeichert. Unterhalb der Adressen befindet sich das Fenster Notizen. Hier haben Sie die Möglichkeit, über verschiedenste Icons neue Notiz erstellen, bearbeiten, löschen etc. eine Notiz zu erstellen, einen Betreff zuzuordnen, und gegebenenfalls über das Feld Suchen eine Notiz oder mehrere Notizen mit einem bestimmten Begriff auszufiltern. Im rechten Bereich befinden sich die Bilder zu den Projekten, die Sie zuordnen können. Sie haben dabei die Möglichkeit, ein Bild mit dem Icon Bilddatei dem Projekt hinzufügen, auszuwählen und hier anzuordnen. Zum Beispiel eine Zeichnung des Grundrisses einer Etage. Ja. Oder weitere Bilddateien, wie zum Beispiel eine Information, die hier entsprechend zusätzlich hinterlegt werden soll. Wählen Sie ein entsprechendes Zeichnungsobjekt oder Bildobjekt aus, haben Sie auch die Möglichkeit, rechts dort neben eine entsprechende Beschreibung zu machen. Über die Navigationsweiterschaltung gelangen Sie dann in die nächste Eingabemaske, die Gebäudedaten.